Kuckuck. Und herzlich willkommen bei Diego Gorn, versklavter Schlürfer, Wüstenhändler, Schurke. Davon will ich nichts wissen. Der reisende Ritter bei Gothic 3. Der XXL Edition. So, der hier wollte das letzte Mal hier mit mir kommen. Na, komm, gehen wir mal. Los geht's. Ich weiß nicht, was er vorhat. So, wir müssen erstmal 30 Kilometer Abstand halten, damit der Kerl losdrampelt. So. Wie, los geht's? Folgst du jetzt mir? Hä, wie? Ich denke, du bringst mich irgendwo hin. Ich weiß doch gar nicht, was der will. Reisende Ritter. Was? Al-Hazar. Wir treffen Kafu-Brunnen. Achso, das war ja das Ding. Kopfgeldjäger, Geschenke für Gonzales, Kafus Wachen, Kopfgeld reisende Ritter. Rechte Heilige, immerhin hast du herausgefunden, wo sie sich verstecken. Also los jetzt. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Hä? Wie? Ich habe überhaupt nicht rausgefunden. Was ist das denn für Quatsch? Laden neu. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss mit dem. Das ist 2 Tage her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich kann mir doch nicht alles merken. Ja, warte mal. Wir gucken noch mal. Was schreibt denn der hier? Kopfgeldjäger, Teil 2. Kopfgeldjäger, das bin ich. Was? Kopfgeldjäger, das bin ich! Ja. Und er sollte auch keine Angst haben, sich die Schuhe schmutzig zu machen. Wenn er eine Höhle oder eine Gruft voller Untote. Hä? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Haha, du bist ein tapferer Kerl. Ich meine, wir haben schon mal zusammengearbeitet. Ach was. Aber zuerst müssen wir rausfinden, wo sie sich wehren. Wer denn überhaupt? Das ist Ruinenfelder. Warte mal, wir machen erstmal normal weiter hier. Wir machen erstmal diese ganzen hier mit Kafu vorne, vor allen Dingen auch die Geschichte. Am Ende sind die das sogar. Ich habe keine Ahnung, ob der die meint. Das weiß man ja immer nicht, ja, bei diesen Mod-Geschichten. Die teilen haben das immer so halbherzig mit, dass man jetzt nicht wirklich weiß, was hier gehauen und gestochen ist. Ja. Ruinenfelder. Da habe ich ja Bock drauf, auf die Ruinenfelder. Ja, gut, machen wir erstmal die Ruinenfelder. Gehen wir heute in die Ruinen. Wir hatten ja alle Schedim nicht schon genug Ruinenfelder durchforstet hier bei Gothic 3. Boah, oh nein, hör mal. So, der ist jetzt hier. So, Tagmeister. So. Du wolltest mir eine Belohnung geben, habe ich gehört. Was willst du? Ich bin mir sicher, was willst du? Ich denke, wir treffen uns hier. Ich denke, es geht weiter. Da wollte ich mich alle komplett verkohlen hier. Was? Was? Varanta Gambit. Was ist das denn? Wir treffen uns in ein paar Stunden, mein Herr. Komm nicht zu spät, sonst klappt es nicht. Ich werde dir mehr Details geben, wenn du dort bist. Ja, ich bin dort. Hallo? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich störe mich nicht. Keine Ahnung. Ich habe 2 Tage drüber geschlafen jetzt in der Realität. Ich störe mich nicht. Nein. Komm, leck mich doch am Arsch. Ich bin doch hier nicht bekloppt. Ich lass mich doch nicht verarschen für mich hier. So, Diego, Lester, Diego und Gorn. Wir gehen einfach. Nee, was wollten wir? Yusuf. Yusuf könnten wir erstmal machen. So, da kriegen wir vielleicht auch noch mal einen Feuerkelch. Hatte der einen? Ich meine, hier in Morasula, ein Typ da, der hat einen Feuerkelch. Das weiß ich. Aber hatte der Paladin nicht auch einen? Guck mal hier, warte mal, wir müssen erstmal E drücken, damit oben rechts sich das Grüne in Rot verwandelt und hier Gorn und Milton. Wem hast du es gezeigt? Naja, ist ein Fall von Milton, das ist eher Diego. Nein. Das war's für dich, Mistvieh! Ja, Junge, das ist das.
Ich muss echt gestehen, wie gesagt, ich muss es immer wieder mit betonen. Ich weiß nie, ob dieses Zurückgerobbe, dieses Kampfsystem hier wirklich original ist. Was ist denn das da oben für eine Oase? Welche ist denn das? Ist das die Oase? Nee. Hä? So, jetzt suchen wir wieder hier, Zelt. Warte mal, wir suchen gerade wieder die, da unten, das ist Kafu. Ich suche gerade schon wieder hier Yusuf. So, das ist ein Typ mit Kirk. Das da drüben, glaube ich, mit dem Zelt. Ja, wer rennt denn hier rum? Hallo? Hey. Wer bist du denn? Ach du Scheiße. Rennt hier einfach so Feuermagier durch die Wüste. Ihr spinnt ja wohl, ja, ey. Feuermagier-Start. Verfluchter Feuermagier. Sonst habt ihr nichts zu tun, ja, ey. Patz. So, wir brauchen die Buddeln. Wir drücken nur rechte Maustaste und schon. Das ist über Star Wars. Die Macht, da kommt das Zeug in meine Taschen gefahren. Ja. Oh, Zelt, hier müssten wir richtig sein. Yusuf. Yusuf töten oder nicht töten? Ich weiß nicht, das ist Sklave. Er hat es geschafft, den Assassin die Teppichschlüssel zu klauen. Ja, hier müssten wir doch eigentlich richtig sein, oder? Ich habe den Stein für den Zelt gehalten, Mensch. Also das Ding, das ist die Ecke hier mit dem Yusuf. Die suche ich hier das mal aufs Neue. Aber ich glaube, da unten werden wir, finde ich. So. Also allzu falsch sind wir jetzt auch wieder nicht. Ich zurückgehe von denen hier, Alter. Da könntest du echt Anfälle kriegen. Wem hast du es gezeigt? Natürlich. Für dich, Mistvieh. Ja, das war's für dich, Mistvieh. Ja, sind wir unten richtig? Sitzt hier Yusuf? Dort sitzt Yusuf. Guck mal an. Yusuf und Paladine. So, wir machen erstmal Yusuf. So, warte. Ich glaube, der Paladin müsste sich an, wenn ich Yusuf hier aufs Maul haue, oder? Ja. Oh, nimm doch mal den Yusuf. Hey, Fremder, hast du Wasser? Nein, okay, Wasser. Ich kann ja. Hier, nimm. Trink mal einen Schluck. Ja. Danke, Mann. Das tut gut. Was machst du hier draußen? Bist du ein entlaufender Sklave? Tja, lässt sich schlecht verbergen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Es doch. Gibt bestimmt etwas, was ich dir geben kann. Oh. Aber bitte lass mich gehen. Ich hätte gern 2000 Goldstücke von dir. Die hast du noch bestimmt irgendwo versteckt in deiner Tasche. So, dann gucken wir mal, wie viel er versteckt hat. Eine goldene Schatulle und einen goldenen Ring. So, ich frage mich, wo er die Schatulle versteckt hat, aber okay. Was hast du mir zu sagen? Jeder ist hinter mir her. Ja. Ich habe die Schlüssel zum Tempel von Morasul geklaut und habe sie an einflussreiche Leute verkauft. Hm. Doch bevor ich den letzten verkaufen konnte, musste ich abhauen. Demnach hast du noch einen Tempelschlüssel. Gib ihn mir. Ja, damit. Na schön. Ich hoffe nur, du lässt mich am Leben. Ich ahne, was du vorhast. Du willst den Tempel öffnen. Das ist richtig, dir gesagt, mein Freund. Sein. Ein Fluch liegt über diesem Tempel. Ach ja? Der alte Messias hat mich gewarnt. Er sagte, großes Unheil wird über uns kommen, wenn der Tempel geöffnet wird. Großes Unheil wird über dich kommen, mein Freund, wenn du weiter so leidst. Wem hast du die Tempelschlüssel in Morasul verkauft? Ich hatte 4 Schlüssel. Der Söldner Kirk hat viel Gold für einen der Schlüssel bezahlt. Kirk. Einen habe ich an Ilya verkauft und den dritten an den Boss der Stadt, Gonzales. Hm. Sieh mal einer an. Jo. Du sagst, du hattest 4 Tempelschlüssel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele es von ihnen gibt. 97. Aber wenn es mehr als 4 sind, dann sind die restlichen sicher immer noch irgendwo beim Tempel von Morasul. Hatte der Ork wieder einen? Ich weiß gerade nicht. Einen hätten wir. Ne, 2. Wie viel haben wir jetzt? 1 oder 2? Nochmal. Wir haben alles für Diem.
Wir haben einen. Nur wenn ein Ork. Keine Ahnung. So, Tagmeister. Die Wüste macht mich noch fix und fertig. Was ist los? Gefickter Taschendiebstahl. Nein. Was macht ein Paladin in diesem Land? Ja. Ich bin auf einer heiligen Mission. Ach, what? Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, nach den Feuerkelchen zu suchen. Tja, und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelch im Bauch dieses Suncrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Und warum holst du ihn nicht? Ich denke, du bist ein Paladin! Ihr wundert euch, dass ihr einen Krieg gegen die Orks verliert, Mann, wenn ihr nur rumsitzt hier, Alter. Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist, man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Hörst du jaulen? Ich hatte einen Lagerplatz, drüben im Norden. Ja. Eines Nachts kamen die Sandcrawler und haben mich fast erledigt. Eins von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Ich hab dich schon gehört. Ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Sandcrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine gehe ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sag ich dir. Ja, du feige Ratte. Lass uns deinen verwundeten Sandcrawler suchen. Ich brauch das Mistvieh nicht zu suchen. Ich weiß genau, wo es ist. Ja, dann hopp. Folge mir. Jetzt wird abgerechnet. Bewege deine Kreten, du Klon. Oh, ein Blödmann, ehrlich. Mit deinem blöden Becher da willst du jetzt die Welt retten dann, oder was? Ja, ihr seid mal ein paar Pfeifen. Das ist doch wahr. Die sitzen hier rum. Ich hab meine Magie verloren, aber so ein Becherchen. So ein blödes Becherchen, das hilft mir weiter, oder was? Jo. Also manchmal weiß ich nicht, was die Piranha Bytes zusammengereimt hat. Ich habe das gestern auch zu Dings gesagt, was dieses Pinhead Studio angeht hier von den beiden Pankrats hier. Weiß ich, ob ich den beiden da wirklich hier großartig vertrauen kann, dass da nochmal was Gutes bei rumkommt bei den Spielen. Also schließlich laut den Medien, ob das wirklich so ist am Ende. Keine Ahnung, aber laut den Medien ist es ja nun mal so, dass er maßgeblich für die Erschaffung von Elex verantwortlich war. Und dass es so ist, wie es ist. So, dass er so bestimmte Deals ausgehandelt haben, die letztendlich doch zum Untergang von Piranha Bytes geführt haben. Ich meine, man möchte hoffen, dass da nochmal was Gutes rumkommt für die beiden, aber also ganz zuversichtlich bin ich jetzt nicht unbedingt, muss ich auch sagen. Nach dem, was man so weiß und liest und so weiter. Und immer wieder in den Medien halt zu tragen kommt, um hier. Wenn ey, klar. Als Spieler ist es leicht, sowas zu sagen und so gar nicht weiß, das ist schon klar, aber. Ich gehe ja wirklich. So ein bisschen was man, wie gesagt, was man halt so liest in den Medien. Wer ist denn hier eigentlich der eine, der hier? Feuerkelch. So. Da siehst du, du kannst das doch ganz gut mit den Dinger hier umgehen. Was hast denn du für ein Problem, sagen wir mal? Dem hast du es gezeigt. Das wäre erledigt. Was mit dir, ja. Mistvieh. Ja. Guck dir das an. Hier ist mein alter Lagerplatz. Mhm. Dein verwundeter Sandcrawler ist erledigt. Ja. Gut so. Dieses Mistvieh war von Bilja selbst besessen. Glaub mir. Ja. Los, weil er deinen blöden Becher gefressen hat. Jawohl. Was ist jetzt mit deinem Feuerkelch? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Natürlich. Schneide den Sandcrawler auf und hol das Ding aus ihm heraus. Kannst du nicht, oder? Dann bringst du den verdammten Kelch zu den Feuermagiern nach Nordmar. Ich werde hier weitersuchen, ob ich doch noch mehr finde. Jo. Da ist ein Diebstahl. Nein, kann ich nicht. Bring ich nicht. Jo. Haben wir noch mehr jetzt? Ich schalte mal kurz den Lokationslokator hier an. Haben wir noch mehr? Ist es in der Nähe? Das ist ein Fass, das ist keine Truhe. So. Ne, da können wir hier wieder abtrampeln. Dann machen wir jetzt mit dem Yusuf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Morazell zurück. Und reden mit dem Kirk. Ja.
Ja, den Feuerkelch, einen Feuerkelch ist noch in Morasul, das weiß ich. Aber ich weiß auch, wer ihn hat. So, wir gehen natürlich hier. Wir sind natürlich lauffaul. Wir gehen natürlich hier über den Teleporter zurück. Jo. Ja. Was ist dies? Was ist das? 1, 2, Polizei. Kennt da noch jemand? So. Nee, Kirk. So, wir machen jetzt erstmal das mit dem Kirk. Und dann machen wir das mit dem anderen Typen. Vielleicht redet er ja inzwischen mal mit mir. Wo ist denn jetzt diese blöde Kneipe? Ja, er wird selbst dafür bezahlen. Davon will ich nichts wissen. Oh, Kirky, wo bist du? Nee, das ist falsch, bitte. Hey, Finger weg! Oh. Ich nichts gemacht. Das ist doch immer dieselbe Geschichte. Bleib stehen, du Hund! Komm, Scheiße. Den brauchen wir nicht, da ist die ganze Stadt wieder hinter mir. Jo, das hat sich ja gelohnt. Bei den Nomaden waren wir auch noch nicht hier. Da müssen wir auch noch mal nachgucken. Wir machen aber erstmal die Ruinenfelder soweit frei. Wollen wir das mit dem Wassermagier machen? Oder? Mann. So, wo ist jetzt diese blöde Kneipe? Wo ist denn ausgerechnet ist in diesem Zufallsmoment der eine Typ hier hingucken, dass ich die Drohne plündere, Mann? No, Hector. Jo, du bist also, wer ist Kirk? Bist du Kirk? Nee, hallo, Captain. Ja. Interesse an einem kleinen Geschäft? Das kann ich doch irgendwo, ja. Jemand hat die Erzbarone bestohlen. Was macht ein Amulett? Ein Söldner in Morasul. Geschäfte, was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, ja, oder etwa nicht? Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Morasul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Ach warte, soll ich denn Geld bezahlen, oder was? Wo ist der Tempelschlüssel? Wo ist der Tempelschlüssel? Ja. Hast du das Gold? Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und das suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Noch mal eine Frechheit. Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Ich glaube, die habe ich dann eben vorher schon vorbeigerannt. Führe mich zu den Wüstenräubern. Ja. Alles klar. Folge mir. Ich soll für diese Falle auch noch hier 500 Kröten bezahlen. Das ist ja noch dreister als in Gothic 1 mit dem Grimm. Ja. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ja, Diego ist aber diesmal bei mir hier. Ich hoffe, die bleiben auch bei mir und bleiben nicht hier wieder irgendwo hängen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Dass ich ausgerechnet der aufs Maul hauen soll, hast du dir im Grunde genommen selber zuzuschreiben. Was legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich, aber wie sieht's aus? Frieden oder weiterprügeln? Ich wäre für weiterprügeln. Oh Mann, du schaffst mich. Geh nichts für weg. Habe ich jetzt wann habe ich das gemacht? Hier bei der Quentins Bandemut. Hat jetzt am Samstag gemacht zu dem mit dem Typen? Ich glaube. Also gestern. Für mich gestern. Ich hätte gerne mal reinsehen, Gothic 1. So, mein Freund, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Mhm. Verstehe. Du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinger sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Morasul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und wenn nicht? Und die werde ich jetzt aus dir herausbringen. Das ist alles nur Vermutung, was du hier anstellst. Ja, ja, natürlich wieder mit Bogen hier. Ach so, der Diego ist der Bogenschütze. Bleib stehen! Oh. Es gibt einen Kampf!
Wem hast du es gezeigt? Was war's mit dir? So, nee, der ist ja schon. Ist der ja schon verendet? So, her damit. Habe ich meine 500 Gold wenigstens zurück? Ja, das Spiel ist wieder so bescheuert, dass ich mein Gold nicht zurückkriege. Jetzt soll. Na, aber wir haben Tempelschlüssel. Jetzt müssen wir drei. Nee, wie viele haben wir jetzt? 5, 6, 7. Jo, der Gonzales. Warte mal. Wo war denn der letzte? Was hat er gesagt? Ich überlege gerade. Der Gonzales hat einen. Ich bilde mir einen Rockrad ein. Da fehlt uns noch einer. Wo war der denn? Ja. Palle stellen, ja. Man möchte natürlich schon ein bisschen. Er möchte schon ein bisschen früher aufstehen, der Pfiffi. Wie viele Landpoints haben wir eigentlich noch? 36. Wegen Leben lang hier. Das sieht aber so schön Leben lang. Also, irgendwas war doch hier mit dem einen Typ mit der Vase. Stimmt, der hatte glaube ich noch einen. War das jetzt der Ilja? Hat er da gesagt? So, haben wir uns jetzt schon irgendwie. Stimmt, wir müssen die Wachen ja noch. Wie viel Ruf haben wir jetzt eigentlich hier? In dem Nest 57. Entschuldigung. Ja, Hector. So, wer war das jetzt? Der hier oder der andere? Da unten der. Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Morasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Ja. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir dir ins Geschäft kommen. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Das weißt du. Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Du gibst mir den Schlüssel und ich lasse dich am Leben. Gut, okay. Ich hole dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Ja. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Ja. Welcher Kopfgeldjäger? Wer soll mir meinen Kopf liefern? Welcher Kopfgeldjäger? Wen hörst du an? Ja. Zeig mir dann. Ich will schließlich den Namen meines Opfers finden. Nee, wir wissen. 9000. Naja, komm, gib mir hier. Ich habe keinen Bock auf ewigen Handel. So, Belias Hand. Haben wir jetzt dadurch Ruf gewonnen hier? Nee. So, wer bist du denn? Fesul. Dich kenne ich nicht. Ich kenne dich auch nicht, Fesul. Könnte man so sagen. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Tja, was auch sonst? Schwerer Taschendiebstahl. 249 Gold. Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören? Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Was will ich mit deinen Artefakten? Was läuft bei dir schief? Wenn, dann will ich heißen. Die Sklaven am Tempel haben den Orks die Artefakte gestohlen und sie hier in der Stadt verkauft. Das war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Morasul. Doch seit der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Erzähl mir mehr über diesen Artefakt, Dieb Yusuf. Er war der beste Dieb unter den Sklaven. Er hat sogar die Schlüssel zum Tempel von Morasul geklaut und sie in der Stadt verkauft. Die Dinger sind das Wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebuddelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Jo, das ist ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, sie sollen Artefakte für dich klauen.
Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Überzeuge ihn. Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache, die Geschäfte gehen weiter. Ja, ja, alles klar. Also, was hast denn du hier alles? Sonst hast du nur Scheiße, Alter. Natürlich hat er nur Scheiße. So, Dieb, Schurke. Warte mal, wer war das eigentlich mit den Seelenkelchen? Wer wollte die denn gerade haben? Warte mal. Dann können wir ja schon mal hier irgendwo einsacken nebenbei, wenn wir einmal hier sind. Na, nimm mit. Na, was ist denn hier? Boah, Alter. Davon will ich nichts wissen. Ich bin ja auf irgendwelchen Bettchen hier. Die Seelenkelche. Ja, noch einer? Nö. Hier? Hä, wo ist denn hier hin? Achso. Unmöglich. Na gut. Wie viele Seelenkelche waren das? 4, 3, 4, 5? So, Nasib. Kann ich, wie müssen wir denn sagen wegen Yusuf? Den müssten wir töten, um hier da irgendwo. Was bist du denn für einer? Hm. Wo ist hier dieser Bernardo? Wo ist denn der? Bernardo. Bist du das? Jo, Bendaro. Ich werde den ab. Ja, nee, das wollen wir nicht. Findest du vielleicht eine. Oh, jetzt haben wir die Quest angenommen, die wir eigentlich gar nicht annehmen wollten. Na egal, hast du Gold für mich? Naja. Egal, jetzt nicht. So. Nee, was wollen wir jetzt machen? Genau. Wir gehen erstmal hier runter. Ich denke mal, nächste Folge werden wir nochmal in die Ruinen gehen. Oder gehen wir erstmal zum Tempel? Von da aus können wir ja auch in die Ruinen gehen, vom Tempel aus. So, was war jetzt mit dir hier? Irgendwo hatten wir auch einen Seelenkelch geklaut. Von hier in dem Zelt. Ich glaube, da hinten haben wir. So, der hier. Wer wollte die Seelenkelche haben? Du stinkender Dieb! Ja, was wollte der hier haben? Ich grüße dich, Fremder aus dem Norden. Ach, wie laufen die Geschäfte? Fremder aus dem Süden. Hm, manchmal gut. Mein Name ist Junker Bones. Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich ein paar Angelegenheiten regeln. Und dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Kämpfer. Arbeite eine Weile für mich, dann mache ich dich zu einem reichen Mann. Du willst mich zum reichen Mann machen. Ja, naja gut. 339 Kröten machen mich jetzt nicht unbedingt reich, aber es ist schon mal ein Anfang. So, hier. Siehst du hier oft Männer aus dem Norden? Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgerissen und verhungert, wie er aussah. Schwer vorzustellen, dass er mal einer dieser mächtigen Zauberer gewesen sein sollte. Wer war denn das? Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich doch mit ihm rumschlagen? Na gut. Was ist das Problem? Es ist die Sonne. Sie macht ihn verrückt. Letzte Nacht stand er in meinem Zelt vor mir mit diesem durchdringenden Blick. Junge, bring ihn hier weg, sonst drehe ich noch durch. Jo. Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Ja, damit. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet wie seinen eigenen Augapfel. Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben. Dieser Narr.
Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Ich meine bis jetzt. Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Mhm. Und ich dachte, das Ding sei nichts wert. Der Kelch befindet sich in meinem Besitz. Arbeite für mich und ich werde dir den Kelch des Feuermagiers überlassen. Verstehe. Was willst du? So, dann würde ich sagen, wo ist denn dieser Ockner raus? Wo saß denn der? Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich finde den Kerl einfach nicht. So, dann würde ich sagen, wir gehen dann beim nächsten Mal, gehen wir mit dem direkt da runter. Da können wir dann auch gleich hier mit dem Dicken und mit den Orks und so weiter machen und in die Ruinen notfalls gehen. So, dann bis zum nächsten Mal. Gebt dem Ding einen Daumen nach oben, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat. Kommt morgen wieder. Tschüss.